Wir haben das nächste Teil vom Traumfänger. In my childhood, I enjoyed going to the theme park with my dad, but I always feared that the ride would get stuck at the very top and that I'd fall down. The Sandman knows my fears and uses them to torture me. Thank you for rescuing me. Ja, sehr gerne. Haben wir das gemacht? Und ja, wir haben das nächste Teil vom Traumfänger und können ihn weiter zusammenbasteln. Und das machen wir mal gleich, bevor ich das wieder vergesse und denke, es gibt hier nichts mehr zu tun. Ja, ein bisschen was müssen wir noch suchen. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch ganz gut. Das Spiel macht mir mega viel Spaß. So, was gehen wir? Wo gehen wir? Und können wir Achterbahn fahren? Aber nein. Noch? Nee. Er war wieder bei mir. Diesmal nahm er meine Hand und öffnete die Tür zu einem meiner älteren Träume. Ich sah mich selbst darin. Es war ein anderes Ich, aber ich war es. Er tat der anderen Laura weh, aber ich fühlte ihren Schmerz. Es tat sehr weh. Trotzdem konnte ich nicht aufwachen. 10. Mai 2004. Gut, wieder eine Aufgabe erledigt. Ich frage mich, was wohl als nächstes kommt. Ja, ich muss sagen, der Clown sieht trotzdem nicht besser aus, auch wenn er jetzt ein freundliches Gesicht hat. Ich setze nochmal den Traumfänger zusammen. Irgendwie. Ja, es hat ja gut geklappt. Ein paar Teile fehlen noch. Wo wollen wir denn jetzt mal hingehen? Da will ich eigentlich gar nicht lang, aber ich glaube, da müssen wir lang. Ja, er sieht richtig glücklich aus. Der Günther. So, mal runtergehen. Hier waren wir auch schon. Da geht's lang. Können wir hier eigentlich noch was machen? Ja, Schmetterling verscheuchen. Ach nee, Moment mal, hier waren wir doch auch schon. Ach ja, der braucht ja Geld. Bitteschön. Please, hurry up! It's me! I'm the real Laura! Help me! Put my dream catcher together before the Sandman finds me! Otherwise, I'm afraid to imagine what might happen. Well, my plan has worked. Professor Sanders! Laura, finally, you will give me your power. Or you will stay here in the dream world forever. I would never have found her without you, but she wouldn't be Laura if she didn't thank you. You are powerless without the dream catcher. And you are completely in my power. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn der redet, dann habe ich immer Schnappatmung, weil der so schlecht atmet. Der redet so komisch und atmet nicht richtig. Da kriege ich voll... Ja, Laura ist erstmal die Nächste, die Geld haben will. Ich glaube, dieses Tier will etwas von mir. Aber was genau? Bis was zu essen will? Ach so, oh. Ich habe ihm niedere Instinkte zugetraut. Apfel? Ja, danke schön. Ja, so sieht die Puppe doch gleich viel besser aus. Was haben wir denn hier oben? Hier befindet sich eine Öffnung für irgendein Objekt. Ich wage gar nicht drüber nachzudenken, was es sein könnte. Ich auch nicht. Dynamit? Nein, leider nicht. Aber hier haben wir auch noch was. Ich verstehe, hier fehlt eine Schlange, aber wo kann ich sie finden? Ich? Ich bin natürlich kein Profi, aber ich glaube, an diesem Sprengzünder fehlt ein Hebel. Oh, natürlich. Das habe ich sofort gesehen. Oh, ein Auge. Oh Gott, wir haben noch 45 über. Ich glaube, ich finde gar nicht alle. Aber es macht nichts.
Ja, dann gucken wir mal hier weiter. Aha. Was will mir dieses Rätsel damit sagen? Rot 2, Blau 4, ach du. Hilfe. Hilfe. Verbinde die Drähte mit den Dynamitstangen, sodass die Farbe der Drähte mit den auf den Stangen gemalten Zahlen übereinstimmt. Da ist aber blau dran. Binde die Drähte mit den Dynamitstangen, sodass die Farbe der Drähte mit den auf den Stangen gemalten Zahlen übereinstimmt. Okay, soweit habe ich das auch verstanden. Und das war's dann auch schon. Achso, warte mit den Zahlen. Ups, Moment. Ich hab's gleich. Ich muss doch mal lesen, es tut mir leid. Dass die Farbe der Drähte mit den auf den Stangen gemalten Zahlen überein. Wir haben ja dreimal rot. Ach, ernsthaft? Ja gut, das habe ich gut gemacht. So, dann haben wir grün 6. Blau dahin. Nein, das habe ich getan. Okay, grün. So. Den so. Und den... Ach was. Es war gekonnt. Absolut gekonnt. Ich sollte vielleicht mal in Deckung gehen. Ach so, ich brauche noch gar nichts. Mir fehlt ja noch ein Hebel. Alles klar. Kriege ich in den jetzt her? Jemand hat versucht, den Umriss einzubrennen. Ich glaube, ich kann diese Arbeit beenden. Lass dir ruhig Zeit mit der tickenden Zeitbombe. Und was haben wir nicht bekommen? Ein Hebel, Spiegelscherbe und ein Idol-Symbol. Nee, das ist eine Schlange. Mich mal raten. Klicke auf die einzelnen Teile und ordne sie der Größe und Farbe entsprechend an, um die Figuren zu vervollständigen. Du kannst die Figurenteile jedoch nur an solche Stellen verschieben, die entweder leer oder gleichfarbig sowie kleiner als das darunterliegende Teil sind. Ja, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Natürlich. Toll. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Welche Mütze wohin kommt. Also grün muss erstmal nach ganz rechts. Das heißt, der muss nach unten. Der kommt dann da. Was nicht geht. Der kommt da oben. Geht auch nicht. So. Wie kann man hier nicht mehr machen? Rein. Ein bisschen Platz schaffen, aber es geht natürlich auch nicht. Ach, das ist doch doof hier. Ich mag solche Sachen nicht.
1, 2, 3, 4, 5. Warum kann der dann... Okay, der ist größer. Das heißt, der müsste doch aber passen, weil der kleiner ist. Und der müsste hier drauf normalerweise. Passt auch nicht. Alles zusammenbasteln und dann nochmal auseinanderbasteln und... Boah, ist aber viel Bastelei. Ja, nur wie kriege ich denn das jetzt hier... frei? Jetzt habe ich das Loch immer noch nicht frei. Ja, es funktioniert natürlich nicht. Müsste aber hier reinkommen. Okay, so, das nutzt mir aber nichts, weil ich muss ja erstmal die Teile hier loswerden und die gehen ja nur auf die farbigen. Wie soll ich denn das jetzt machen? Kann ich den da drauf, ja. Aber dann könnte ich den da drauf. Den da drauf. Das habe ich mir gedacht. Okay, da passt man nicht rein. So, aber der müsste... Warte mal, so. Ist das nicht die richtige? Kommt die dahin? Nee. Nee, nee, die steht hier schon richtig. Also nur da vorstellen. Ja, gut, das kriege ich vielleicht noch hin. Vielleicht, ich weiß es nicht. So, der kommt hier hin. Jetzt müssen wir den erstmal wegmachen. Ah ne, du bist ja hier, die... Bist du eigentlich eine Nonne oder sowas? Hä? Dann... Ja gut, sie ist auf jeden Fall schon mal zusammengebastelt. So, der Kasper kommt nach rechts. Das ist das Einzige, was ich weiß. Der passt auch nicht rein. Der Hutträger, der kommt dahin. Toll. Tja, wo kriege ich denn das jetzt? Also, ah doch. Ja, so, der geht auch nicht rein. Aha. So, der müsste dahin. Sie kommt dahin. Der, sie passt hier überhaupt nicht. Nee, warte mal, Quatsch. Er hat doch dieses komische Gerät in der Hand. So. Und jetzt kommst du da rein und du kommst da rein. Okay, prima. Waiting for death is much worse than death itself, Laura.
believe me, you will not die right away. I've taken care of it. I think you'll appreciate my gift to you. My gift to you. Also noch ein bisschen länger, ja, und er fängt an zu singen. So, wir müssen Laura befreien. Sollte kein Problem sein. Sieht sehr schön aus. So eine Altstadt mag ich total gerne. Fachwerkhäuser. Einfach nur schön. So, wir haben ein Docht. Oh, ein Auge. Was haben wir denn hier? Das ist giftiger Efeu. Ich sollte ihn nicht anfassen, wenn ich nicht unbedingt muss. So sieht es nämlich aus. Immer noch ein Auge. So, dann gucken wir mal. Ach, herrje. Okay, die Sanduhr läuft. Der Sandmann will wohl, dass Laura einen langsamen, qualvollen Tod stirbt. Warum sonst sollte einer so einen komplizierten Mechanismus entwickeln und so weiter? Es stimmt, dass es schlimmer ist, auf den Tod zu warten, als der Tod selbst. Ja. Das muss so übel gewesen sein, wenn man in dieser Guillotine war und dann da runtergeguckt hat. Du wusstest genau, dass dein Kopf da bald reinfallen wird. Das ist so, du denkst noch und siehst alles, du hörst die Stimmen um dich herum. Das muss so schlimm gewesen sein. Ja, schau mal das Auge. Ich müsste abzulenken. Die Grausamkeiten des Mittelalters. Können wir mit ihr sprechen? Nee, verdammt, ich kann Laura nicht so einfach befreien. Ihre Fesseln werden von dieser Eisenstange zusammengehalten. Baumschere. Ja gut, dann machen wir mal den giftigen Efeu weg. Ich weiß zwar noch nicht, wofür der gut sein soll. Oh, da ist auch ein Tier drin. Achso, ich habe einen Keil bekommen. Nee, den kann ich aber nicht hier, diesen. Ein Rattenmann oder was das ist. So, wir haben neue Einträge, glaube ich. Das haben wir schon gelesen. Ich war komplett unter seiner Kontrolle. Dann hörte er auf und sagte, er würde meine Welt und mein ganzes Leben in eine lebendige Hölle verwandeln, wenn ich ihm nicht das Geheimnis verrate. Ich riss mich los und wachte auf. Ja, hört sich an wie 50 Shades of Sandmann. Genau, das haben wir ja schon alles gelesen. Nein, nicht zurück. Ich wollte doch hier nochmal gucken. Eine Ölkanne. Ich fasse es nicht. Ich glaube, ich sollte nicht einfach nur rumstehen und den Wagen anstarren, während das arme Mädchen leidet. Was haben wir denn hier? Die Architektur dieses Hauses ähnelt der Mitteleuropa im 17. bis 19. Jahrhundert. Aber dieses Wissen wird mir oder Laura kaum helfen. Ja, das stimmt. Müssen wir den Wagen reparieren? Eigentlich schon. Aber zeigt mir nichts an, was ich machen kann. Ja, blöd. So, das Beil geht immer weiter runter. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Bisschen im Auge. Ja, ich glaube, ich habe den Mechanismus deaktiviert. Aber für wie lange? Das ist eine gute Frage. Können wir das Öl? Nee. Okay, wir haben eine Schraube. Schraube auf Schraube ist niemals gut. Ich meine, sie trägt es mit wirklich Gelassenheit, ja. Ich, jeder andere, und ich nehme mich da nicht aus, würde wahrscheinlich erstmal schreien und heulen. Und was man so macht, wenn man unter einer Guillotine liegt. Komme ich hier zurück? Nee, ich komme gar nicht zurück. Okay. Ah, wir kommen hier noch ein Stück weiter. Ein Feuerstein. Moment, hier ist noch ein Auge. Wow, wie lange ist es wohl her, dass hier jemand gewohnt hat? Das ist besser, aber ich kann diese Stange nicht mit bloßen Händen entfernen. Ich muss
Hier muss es einen Griff geben. Oder wenigstens eine Schraube. Ja gut, ich habe eine Schraube. Gehen wir mal in den Keller. Oh, wer wohnt denn hier? Oh, so viele Bücher. Das muss das Haus eines Wissenschaftlers gewesen sein. Naja, er hat das Keller noch eines Wissenschaftlers. So, die Pflanze lebt. Irgendwie. Oh, ein Auge. Oh, bin geblendet. Ja, hier müssen wir irgendeinen Trank mal wieder zubereiten. Oh, hier fehlt nicht. Also, ihr fehlt ein Auge. Das nehme ich mal raus. Schlüssel. Aber natürlich kein Schlüssel. Ist ja eigentlich nur... Ach, guck mal, ein Auge. Na, komm mit. Gibt es hier eigentlich eine Anleitung, was da mit dem... Also, wozu das gut sein soll? Wird da wohl kein Beruhigungsmittel sein. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Hier haben wir keinen Schlüssel. Hier ist irgendwie noch ein Auge. Boah, 7 Stück sind hier drin. Okay, nochmal 5. Boah, die sind teilweise echt schwer zu erkennen. Ah, eine Schlange. Muss doch irgendwas sein. Wahrscheinlich ein Auge, da ist es doch. Okay, damit haben wir 6. Jetzt fehlt noch 1. Ach, vielleicht ist der Trank für die Blume, damit sie endlich wieder besser geht. Und hier ist ein Auge. Prima. Oh ne, die Blume ist uns dann mal egal. Tja, jetzt komme ich aber nicht mehr zurück. Grüner Stift, Feuerstein, Blätter, Schlange. Zurück. Nee, komme nicht. Schlangensymbol war doch an der einen Tür. Da komme ich hier noch lang. Nee, da komme ich aus dem Bild raus. Karte haben wir auch gar nicht. Moment mal, ich habe doch einen Schlüssel. Das geheime Labor. Ja, hier brauchen wir rotes Pulver. Nicht. Ach, da kommt blaues Pulver hin. So, und hier fehlt uns grünes Pulver. Ich verstehe. Grünes Pulver habe ich nicht, aber Blätter. Vielleicht kann man die klein machen, trocknen. Oder auch den Stift abrubbeln. Nee. Okay, das geht nicht. Hätte ja sein können. Man ist ja ein Wimmelbild. Da ist ja alles möglich. Hier ist was Grünes, aber das kann ich nicht nehmen. Okay, dann gehen wir mal zurück. Und dort ein Feuerstein, eine Schlange. Ich meine, wir könnten... Laura ein Schnurrbart malen, aber ich glaube, das ist nicht so nett. Ah, wir kommen zum Wagen. Was könnte man hier noch machen? Stift. Oder können wir den anzünden? Boah, warte mal, wir zünden den mal an. Vielleicht. Oh, komm schon, ein bisschen Feuer machen. Wir brauchen Hilfe. Okay, das geht leider auch nicht. Nee, dann bin ich schon wieder hier. Zum Efeu kommen wir nicht mehr. Nee, dann komme ich wieder aus dem Bild raus. Könnten wir auch in den Korb machen, dass sie weich fällt. Irgendwas muss ja hier sein. Oder... Nee, anzünden wäre jetzt auch blöd. Dann kriegt sie das Feuer ja ab.
Nach oben kommen wir auch nicht. Da kommen wir zum Wagen. Weiter rechts komme ich nicht. Ist hier denn noch irgendwas? Ich gehe nochmal rein ins Haus. Also, wir haben hier das, aber da wissen wir ja nur, dass wir das zusammenmixen müssen. Und hier fehlt noch grünes Pulver. Ne, ist nicht wahr. Können wir es aufmachen? Mal erstmal alles auf. Weiß nicht, ob es gut ist. Ja, ich sag mal so. Ach was. Ernsthaft? Das war, ich wusste natürlich, wie es geht. So, dann wollen wir doch mal Laura befreien. The Sandman wants to take my body as his own into the world of people. If he succeeds, something fatal will happen. All humanity will be in danger. We must stop him. My dreamcatcher is almost put together. There is little left to finish it. I believe in you. Okay, nein, es war ja eigentlich klar, dass der Sandmann in den Körper von Laura schlüpfen möchte. Und ja, wir werden das natürlich zu verhindern wissen in der nächsten Folge. Und ich denke mal, dann wird es wahrscheinlich auch die letzte Folge sein. Schade, eigentlich ein sehr, sehr schönes Spiel, macht viel Spaß. Und ja, ich bin gespannt, ob wir es schaffen und wie es ausgeht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.